Hallo, hier ist Lia 2004 mit einem neuen Video. Ihr seht ja, ihr wisst ja vielleicht, ich bin immer noch im Urlaub hier auf Malta. Und jetzt haben wir gestern recht durch zufällig Manchester United, eine Mannschaft von Manchester United hier gesehen. Und die spielen jetzt auch heute hier gegen das lokale Team oder gegen eins der lokalen Teams. Es gibt natürlich mehrere. Wir buchen jetzt Uber und fahren dahin. Okay, ich bin jetzt im Stadion angekommen, es spielt Birkirkara FC gegen Manchester United und die Teams machen sich schon warm. Das habe ich zwar noch gar nicht erwähnt, aber es geht hier um Frauenfußball. Das heißt, es sind die beiden Frauenmannschaften, die gegeneinander spielen heute. Okay Leute, es gibt jetzt hier auch was zu essen und zwar sieht der ganze Spaß so aus. Bratwurst gibt es nicht, allerdings ist das so wie so ein Hotdog in so einem Brötchen mit Ketchup und Baked Beans. Spannend, es schmeckt in Ordnung. Natürlich kein Bratwurst, der Cooler. So macht man sich. Nach der ersten Halbzeit wirklich außergewöhnliches Spiel. Es steht sportliche 6:0 für Man U. Ich würde darauf wetten, dass es noch zweistellig wird. 100 Pro. Mittlerweile sind jetzt 70 Minuten gespielt, Spielstand aktuell 7:0, obwohl es jetzt gerade die ersten 25 Minuten in der zweiten Halbzeit tatsächlich kein Tor gefallen ist. Ja, war es jetzt soweit, war ein ziemlicher Strahl tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob das noch wirklich zweistellig wird. Leute, ihr wisst ja, ich habe aktuell ja einen Kreuzbandriss, aber meint ihr, es gab schon mal einen Flitzer mit Krücken oder wäre das heute die absolut geile Idee? Ich meine, so unfassbar weit ist der Platz nicht weg, da wäre es safe was möglich. Ah, guck mal, in dem Moment auch Tor, das ist das. 8:0 für Man U. Okay Leute, jetzt seht ihr mich ja hier in der gewohnten Umgebung. Ich habe tatsächlich vergessen, ein Outro aufzunehmen zu diesem Stadion-Vlog, zu diesem Spiel. Manchester United hat das Ding 10:0 gewonnen im Endeffekt. Also es wurde doch zweistellig kurz vor Schluss. Ja, beim besten Willen, es war kein geiles Fußballspiel. Man konnte es sich nicht gut angucken. Es war ziemlich langweilig. Trotzdem war es irgendwie eine coole Erfahrung. Birkirkara FC, das Heimteam, schießt im Schnitt in der maltesischen Liga 6,4 Tore pro Spiel. Die haben jetzt irgendwie auch schon wieder das erste Spiel direkt 6:0 gewonnen. Ziemlich krass auf jeden Fall. Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Es wird dann die Tage auch noch der große Vlog kommen, aber das sind auch tatsächlich nicht so viele Szenen, wie ich es gedacht hätte. Aber wenn man auch immer mit Krücken laufen muss, ist es tatsächlich nicht so geil, irgendwie dabei was aufzunehmen. Ich hoffe, ihr geht nicht zu hart mit mir ins Gericht. Das war der erste Stadion-Vlog, den ich irgendwie mal so versucht habe. Es ist auf jeden Fall, hätten mehr Szenen definitiv drin sein können. Ich hoffe, es war trotzdem vielleicht ein kleines, unterhaltsames Video. Es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Das war's von mir. Haut rein. Ciao, ciao.